ZT-Ratgeber Gesundheit wird Ihnen präsentiert vom Kantonsspital Aarau und dem Spital Zofingen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom ZT-Ratgeber Gesundheit. Heute werden wir über ein vielseitiges Thema reden, das sehr verbreitet ist auf der ganzen Welt, nämlich das Thema Schmerzen, insbesondere chronische Schmerzen. Es ist eine grosse Herausforderung für die moderne Medizin. Bis zu 50% der Bevölkerung beklagt sich wegen chronischen Schmerzen und bis zu 14% sind sogar stark beeinträchtigt durch chronische Schmerzen. Zu diesem Thema haben wir natürlich einen Fachspezialist bei uns und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Med. Apostolos Chatzikalfas. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich die Chance habe, über chronische Schmerzen zu sprechen. Chronische Schmerzen ist ein sehr grosses Thema. Auf der ganzen Welt sind die Menschen betroffen. Können Sie mal erklären, also kann man das überhaupt erklären? Was sind chronische Schmerzen? Im Prinzip als chronische Schmerzen definieren wir die Schmerzen, die länger als 3 bis 6 Monate anhalten bei Patienten bleiben. Vor allem die sind die Schmerzen, die im Prinzip eine direkte Auswirkung auf die Lebensqualität von unseren Patienten haben und im Prinzip unser Leben einschränken durch die ständige Belastung und das ständige Gefühl von dieser Schmerz, der unsere Beweglichkeit, Schlafen und so weiter und so fort einschränkt. Das ist, was wir als chronische Schmerzen eigentlich definieren. Können Sie kurz beschreiben, wo chronische Schmerzen auftreten können? Im Prinzip, da wo wir Nerven haben, können wir auch chronische Schmerzen haben. Prinzipiell, wenn der Patient sagt, ich habe Schmerzen, er meint Schmerzen am Rücken oder irgendwas, was mit dem Bewegungsapparatus zu tun hat. Das ist ungefähr 60 bis 70% der Bevölkerung, die wir im Rahmen des chronischen Schmerzpatienten behandeln müssen. Es gibt natürlich spezielle Fälle, wo die Schmerzen an die Extremitäten sind, die Unterextremitäten, die Oberextremitäten. Und natürlich, es gibt auch eine große Gruppe von Patienten, die eine Art von Kopfschmerzen haben. Das heißt, im Prinzip kann man tatsächlich Schmerzen überall haben und chronische Schmerzen können tatsächlich in jedem Körperteil auftreten und das Leben von unseren Patienten einschränken. Das Leben ist sehr eingeschränkt bei diesen Patienten. Insbesondere ist es auch sehr schwierig, wenn man jemand den Arm bricht, dann hat er den im Gips. Wenn das Bein gebrochen ist, kommt man mit Krücken. Das stimmt. Wenn jetzt jemand chronische Schmerzen hat, ist das ja auch immer so ein heikles Thema. Denn man sieht es dem Patienten nicht an. Genau, das ist der Punkt. Also im Prinzip, man sieht die Schmerzen an die Patienten nicht an. Und damit ist es öfters nicht geglaubt, dass die tatsächlich unter Schmerzen leiden. Vor allem, wenn die Patientin unter medikamentöser Einstellung ist, die haben eine Art von Gangbild und so weiter und so fort, was nicht so unglaublich abnormal ist. Aber die Patienten können wirklich, wirklich leiden unter chronischen Schmerzen und eine ganz banale Strecke von 500 Meter von zu Hause bis zum Beispiel zum Supermarkt kann für die Leute eine große Agonie sein, weil die einfach so starke Schmerzen haben, dass die es einfach mit mehreren Pausen nur erst schaffen können. Das ist eben das große Problem bei das Thema chronische Schmerzen. Es ist nicht nur ein körperlicher Teil, es ist im Prinzip eine Zusammenfassung von sozialen Zyklusproblemen, von ökonomischen Problemen, von Arbeitsproblemen. Und der körperliche Anteil des Schmerzes im Prinzip ist nur 30 bis 40% der gesamten Problematik. Das heißt, wenn wir chronische Schmerzpatienten behandeln möchten, wir müssen uns im Prinzip über das Ganze kümmern und nicht nur über den somatischen Anteil. Es ist das ja schwierig, ich denke jetzt auch zu diagnostizieren. Wie diagnostizieren Sie chronische Schmerzen bei einem Patienten? Also sagen Sie so, 50% von unserer Diagnose ist die genaue Anamnese. Die Anamnese von was bei dem Patienten los ist, wird uns hinweisen, nach welcher Richtung wir gucken müssen. Das heißt, wenn der Patient kommt und sagt, ich habe Schmerzen in meinem Rücken, das reicht nicht aus. Man muss sehr speziell fragen, ist es belastungsabhängig? Ist das auch, wenn man in Ruheposition sitzt oder liegt, auch ein Teil von diesem Schmerz da? Sind das Schmerzen, die an die Beine ausstrahlen? Sind das Schmerzen wie zum Beispiel Feuer, wie elektrisierende Schmerzen, wie stechende Schmerzen? Das heißt, alle diese Komponenten während der Anamnesehebung heißt und zeigt uns, nach welcher Richtung wir gucken müssen, um Nummer eins zu entscheiden, mit was haben wir zu tun. Haben wir mit Gelenkschmerzen zu tun? Haben wir mit einer Kompression von einem Nervschmerz zu tun? Haben wir mit einer Entzündung zu tun? Mit was haben wir zu tun? Und dann entscheiden wir uns, was man für eine Bildgebung nutzen muss, um
tatsächlich eine Diagnose festzustellen. Und dann gibt es Therapien, die man da anwenden kann. Es gibt sogar operative Eingriffe, die man machen kann. Und dazu gibt es am Spital Zofingen die Neuropain Unit, die NPU, wie man so schön sagt, abgekürzt, wo diese Patienten behandelt werden. Wie funktioniert das? Also jetzt haben Sie schon erklärt, also ich habe das Gefühl, das ist ein Riesenapparat, der hier in Betrieb ist. Im Prinzip ist es ganz einfach. Der Patient wird von den Hausärzten zugewiesen. Versuchen alle möglichen Unterlagen zu sammeln, im Prinzip, was bereits bis jetzt bei diesem Patienten gemacht worden ist. Öfters ist es so, dass die Patienten erst zu uns sind, wenn schon die ganze Situation vorgeschritten ist. Nichtsdestotrotz, wir sammeln alle Unterlagen, wir sitzen zusammen mit dem Patienten und wir investieren ziemlich viel Zeit an die genaue Anamneseerhebung. Wieso? Weil diese wird uns zeigen, nach welcher Richtung wir gehen müssen. Viele von den Patienten, die wir bekommen haben, haben nur eine medikamentöse Einstellung gehabt. Andere haben schon Infiltrationen bekommen oder Interventionen. Viele sind auch operiert worden. Nicht jeder von diesen Patienten muss die gleiche Therapie kriegen. Das heißt, es gibt keine pauschale Therapie, die wir bei allen anbieten, sondern es wird identifiziert, was ist die beste mögliche Lösung für jeden von diesen Patienten und dann wird es genauso gezielt eingesetzt. Die NPU ist im Prinzip eine Mannschaft von Neurochirurgen, die speziell ausgebildet sind in der Behandlung von chronischen Schmerzen. Das heißt, wir sind Chirurgen, wir sind Neurochirurgen, wir wissen genau, wann wir bei dem ganzen Therapiealgorithmus eine Operation anbieten sollten und vor allem, wann wir es nicht anbieten sollten. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, wir haben gelernt, die Patienten erstmal zu diagnostizieren, die richtige Bildgebung zu durchführen, die Anamnese zu erheben. Und wenn wir das schon alles zusammen gesammelt haben, dann müssen wir uns entscheiden, wie alt ist der Patient? Was hat er noch für Begleiterkrankungen? Ist er noch arbeitstätig? Hat er noch Kinder? Was ist überhaupt die Planung für diese Leute? Und dann entscheiden wir uns, was der nächste logische Schritt sein soll. Weil man muss Folgendes verstehen. Wenn wir über chronische Schmerzpatienten reden, wir müssen eine Lösung finden, nicht für die nächsten 6 Monate, die nächsten 12 Monate und die nächsten 2 Jahre. Eine 50-jährige chronische Schmerzpatient hat noch mindestens 25 Jahre vor ihm. Das heißt, jede Entscheidung, die wir treffen, muss strategisch ausgewählt werden mit diesem Blick auf die nächsten 25 Jahre, sodass der Patient über den ganzen Zeitraum seine Beschwerden unter Kontrolle haben kann. Das ist eine sehr spannende Thematik, die Sie uns hier schildern. Also jeder Patient ist individuell. Also Sie können nicht einfach in die Schublade greifen und sagen, genau. Ihr habt mit Kopfschmerzen, ihr macht mit das. Also im Bereich Kopfschmerzen gibt es wahrscheinlich x Lösungen, Rückenschmerzen gibt es x Lösungen. Jetzt natürlich die große Lösung oder die große Frage. Gibt es Heilungschancen auf chronische Schmerzen? Heilungschancen hat es ein bisschen damit zu tun, mit wie schnell setzt man die Therapien ein. Und das ist ein bisschen die Problematik bei der richtigen und strategischen Entscheidung, was ist der nächste logische Schritt. Ja, es gibt die Möglichkeit bei vielen Patienten, dass die Beschwerden sich fast auf ein Nullniveau zurückbilden können. Das ist aber nicht etwas, was wir von Anfang an abklären können. Weil, wie gesagt, die Patienten treten erstmal bei uns auf, wenn schon bereits andere Therapien durchgeführt sind und die Patienten schon so lange darunter leiden, dass man einfach auf die Grenzen der konservativen Maßnahmen meistens eigentlich gekommen ist. Ja, es gibt die Möglichkeit, die Beschwerden unter guter Kontrolle zu kriegen. Ob wir über eine Heilung sprechen können, das ist ein bisschen kompliziert, weil jeder Patient hat seine eigenen Erwartungen. In der Sinne, es gibt Patienten, die beispielsweise in der Praxis reinkommen und sagen, wissen Sie was, wenn Sie mir die Spitzen der Schmerzen wegnehmen, da bin ich zufrieden. Und die sind auch danach zufrieden. Es gibt aber andere Patienten, wo die reinkommen und sagen, wissen Sie was, 50% von meinen Schmerzen sind weg. Allerdings, dieses restliche 50% ist so belastend für meinen Körper, für meinen Alltag, dass im Prinzip hat sich bei meinem Alltag nichts geändert. Und damit können wir als Schmerztherapeuten sagen, super, wir haben 50% Schmerzlinderung geschafft, aber wir haben diesem Patienten nicht geholfen. Und deswegen sind wir sehr, sehr orientiert, dass wir individuelle Therapiepläne bei jedem Patienten einsetzen. Und das Erste, was wir als Ziel haben, ist, dass diese Patienten wieder Lebensqualität haben. Dass sie wieder ihre Spaziergänge genießen können, dass sie wieder mit der Familie sich treffen können und nicht sich sozial isolieren, wie öfters bei chronischen Schmerzpatienten ist. Und natürlich einfach beim dem Alltag normal umgehen, ohne dass sie ständig an ihre Schmerzen denken. Also das Hauptziel ist, die Lebensqualität zu steigern und vor allem auch zu erhalten. Das ist sicherlich das Wichtigste bei chronisch erkrankten Menschen. Wir sind im Jahr 2022 angekommen. Wie sieht das aus? Gibt es auch technische Hilfsmittel, die Sie bereits verwenden können? Interessante Frage. Das ist tatsächlich so. Bis
Vor sagen wir so, 10, 15 Jahren hatten wir im Prinzip die Medikamente, was wir bei Patienten geben könnten. Da gab es auch die Infiltrationstherapien und die, wo die wirklich Probleme, beispielsweise mit Wirbelsäule oder was auch immer, oder mit Knien, mit Hüften, dann hat man eigentlich eine operative Maßnahme angeboten, ob das jetzt eine neue Hüfte das war oder ein neues Knie oder vielleicht eine Bandscheibenvorfall zu operieren, eine Dekompression von einer Spinalkanalverengung. Da waren die basalen Maßnahmen, die man eigentlich bei jedem Patienten anbieten könnte. Heutzutage haben wir Neuromodulation. Was heißt Neuromodulation? Neuromodulation ist im Prinzip die Technologie, wo man gezielt mit der Abgabe von entweder elektrischen Stromsignalen oder mit der gezielten Gabe von Medikamenten direkt auf die Nerven, die für die Schmerzen oder für die Beschwerden zuständig sind, eigentlich applizieren können und dadurch auch die Funktion der Nerven manipulieren, zur Begünstigung von unseren Patienten. Wie würde dann so eine Therapieform denn genau aussehen? Im Prinzip im Rahmen der Neuromodulation, was die Behandlung von chronischen Schmerzpatienten geht, wir haben 5 unterschiedliche Therapieoptionen, die unsere Patienten anbieten können, gezielt zu je nachdem, was die Patienten als Grund für ihre chronischen Schmerzen haben. Was aber am meisten bekannt ist, ist die rückenmarksnahe Stimulationstherapie oder SCS und natürlich die Radiofrequenztherapie, wo wir gezielt Stromimpulsen entweder im Rückenmarksebene-Bereich oder gezielt an die Nerven applizieren, um die Funktion der Nerven zu manipulieren und dann die Schmerzsignale, die von der Peripherie kommen, gedämpft werden können. Und dadurch, wenn die schon in unseren Computer kommen, das ist unser Hirn identifiziert diese Schmerzsignale als Schmerz, aber bedeutend gedämpfter im Vergleich zu was es normalerweise sein würde. Deswegen die rückenmarksnahe Stimulationstherapie und die Radiofrequenztherapie gehört zu im Prinzip die allerersten Therapien, die wir bei Patienten mit chronischen Schmerzen anwenden. Ein sehr vielseitiges Thema. Ich denke, wir könnten da noch lange darüber diskutieren. Eine spannende Geschichte, wo Ihnen die Arbeit wahrscheinlich nicht so schnell ausgehen wird. Wir haben es gehört, eine sehr große Anzahl von der Bevölkerung ist da betroffen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit diesem spannenden Thema, Herr Dr. Kazi Kalfas, und danke, dass Sie bei uns gewesen sind. Vielen Dank für die Einladung. Fürs Zuhören, danke ganz herzlich, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind bei unserer Ausgabe über ein sehr spannendes Thema. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Ade miteinander. ZT-Ratgeber Gesundheit ist Ihnen präsentiert worden vom Kantonsspital Aarau und dem Spital Zofingen.